Das ist unser neuer Nano. Wir werden es weiß bekommen. Das jetzt nur zum Testen. Und hier sieht man die Blasen. Das ist jetzt, kann man sich streiten, ob die mehr sind wie die anderen, die sehr viel erzeugen. Auf jeden Fall sind sie klein, deswegen geht es auch langsam hoch. Langsamer ein bisschen wie bei anderen. Und jetzt tue ich mal stoppen. Der lief jetzt schon mehrfach. Schon 15 Minuten ungefähr. Das heißt, ich habe ganz sicher meine versprochenen 5 ppm bei jedem Wasser drin. Man sieht, hier oben ist eine kleine Wasserstoffblase und das Ding ist jetzt sehr unter Druck, deswegen fühlt sich das auch wie ein etwas sehr stabil gemachtes an. Das heißt, den kann man hier draufschlagen, dem passiert nichts, was bei allen anderen eher nicht der Fall ist, weil die sind nicht für 5 bar gemacht. Und jetzt mache ich auf, nichts Spezielles. Ist auch nicht schwer zum Öffnen, ist nur so ein kleines Gewindeteil und schon ist er offen, ja. Ist nichts passiert. Jetzt trinke ich einen Schluck weg. Jetzt mache ich wieder zu, jetzt ist ja kein Druck mehr drauf. Jetzt kann ich wie bei einer Kohlensäureflasche das schütteln. Einmal geschüttelt. Oh ja, jetzt sieht man. Kommt raus, wird dann immer mehr, wird dann größer, geht hoch. Jetzt habe ich 1 ppm verschüttelt, also 10 Tropfen mit dem blauen Tropfen habe ich jetzt verschüttelt, laut meiner Erfahrung. Nummer 2. Jetzt kommt es wieder raus, seht ihr? Genau, jetzt hat er. Jetzt wird es ganz weiß, geht hoch, das war 2. Ja, jetzt kommt es wieder langsam raus. Geht wieder hoch, aber da es eben klein rauskommt, der Wasserstoff, der im Wasser gelöst ist, geht jetzt so raus, ja, ist wieder rausgegangen, das war jetzt schon 3-mal geschüttelt. 4, zuerst klar, aber dann wird es wieder milchig, ja, man sieht, ein bisschen schwer, so, jetzt kommt es wieder raus, das heißt, ich habe sicher 4 ppm drin schon, kann man sagen. Das ist die Schüttelmesstechnik vom Yasin, mit der man auch gleichzeitig den Druck ermittelt. Wenn ich jetzt nochmal schüttle und dann wieder ein bisschen was rauskommt, dann habe ich wohl 4 bis, ja, es kommt wieder was raus, aber nicht mehr viel. Das heißt, ja, kam schon jetzt ein bisschen was raus, vielleicht könnte ich nochmal schütteln. Ja? Ich müsste nach meiner Methode jetzt nochmal schütteln, weil du siehst, da ist jetzt richtig wieder was rausgekommen. Das war jetzt 5-mal geschüttelt. Mhm. Und jetzt sollte dann wahrscheinlich nichts. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, ein bisschen was. Der 6. zählt laut meiner Methode so noch ein bisschen mit. Und der stimmt auch. Also das Wasser war 6 ppm Wasser. Ich hätte es vorher testen müssen eigentlich. Das mache ich beim nächsten Video. Aber du siehst, da kam jetzt wieder raus. Das heißt, weil ich den jetzt schon 15 Minuten laufen lassen habe, hat er seine 6 ppm hier, weil er 6 bar Druck macht. Dieser Deckel, der öffnet erst bei 6 bar Druck. Da ist ein Überdruckventil drin. Genau, das ist er. Der AquaVolta Nano. Und jetzt könnte man den wieder laufen lassen, aber wenn, dann müsste man halt komplett befüllt laufen lassen. Und das Wasser schmeckt natürlich dementsprechend weich. Je mehr Wasserstoff drin ist, desto mehr weicher wird es.